Hallo liebe Leute, hier ist euer Systra. Ich will mit euch oder ich will heute euch einen kleinen Level Gag geben für Shadowlands, in dem Fall für den Verstärker-Schamanen. Ihr seht, er ist noch nicht auf 50, bis dahin habe ich noch nicht gelevelt, aber ich habe mich schon einige Level gelevelt. Mein erster Eindruck dazu ist, der spielt sich gut, spielt sich sehr flüssig, ist halt leider sehr proc-lastig, darauf ist er halt auch ausgelegt. Ja, und ich will euch einfach mal so ein paar Tipps und Tricks geben. Wie der Verstärker sich halt gut levelt. Ja, dazu schauen wir uns erstmal die Talente an. Ja, weil bis dahin, bis ihr Talente kriegt, passiert erstmal nicht viel. Ihr kriegt halt ein paar Fähigkeiten. Ihr habt Sturmschild nicht von Anfang an, sondern urtümlicher Schlag. Ja, ihr knattert Flammenschock rein und spammt halt dann urtümlicher Schlag. Da kriegt ihr halt die nächsten Sachen dazu, wie Lavapeitsche, die knallt ihr dann halt rein. Halt, ja, relativ einfache Rotation. Da kommen wir von die Talente und ab dann wird's halt interessant. Was ihr halt noch habt, sind zwei Waffenbuffs. Müsst ihr beide drauf haben. Ganz wichtig. Und zwar einmal die Waffe des Windsurfs, die geht auf die Waffenanwaffe. Die hat eine Chance von 25% gesteigert durch die Mastery. Zusätzliche Angriffe auszulösen, die einfach festen Schaden machen. Ich sage es euch, wie es ist. Diese Geschichte ist der letzte Müll. Was zum Geier. Also da muss Blizzard nacharbeiten. Der Fixschaden ist viel, viel zu niedrig. Wirklich. Ernsthaft. Der müsste wahrscheinlich fast doppelt so hoch sein. Die macht nicht wirklich Schaden. Ich habe das mal ein bisschen hier bei über Details mir mal angeschaut. Das hier macht keinen Schaden. Der ist wirklich gering. Und das ist gleich wichtig für die Talente. Dann habt ihr Waffe der Flammenzunge, die ist wichtiger. Das geht halt auf die Schildarmwaffe und die macht halt bei jedem Schlag einfach zusätzlichen Feuerschaden. Und tatsächlich macht das hier sogar mehr Schaden. Also zumindest, es kann sein, das habe ich nicht beobachtet, dass das am Anfang noch ein bisschen besser ist. Aber im Verlauf der Zeit wird das hier wesentlich stärker, macht deutlich mehr Schaden als der Windsong, ja. Und das hier hat noch einen wichtigen Effekt. Und zwar, wenn die Waffe der Flammenzunge aktiv ist, macht die Lavapeitsche 100% mehr Schaden. Das ist wichtig. Das hatte ich am Anfang übersehen. Da habe ich ein bisschen Zeit verloren, ja. Also die immer aktiv halten, ganz wichtig. Dann habt ihr am Anfang noch das Blitzschild, würde ich auch aktiv halten. Ist recht nett, ja. Macht ein bisschen zusätzlichen Schaden. Hat später noch ein nettes Upgrade. Ich habe es aber während der Levelphase dann später nicht mehr so benutzt. Was einen bestimmten Grund hat, auf den komme ich dann zu sprechen. Wir gucken uns aber mal die Talente an. Also auf Level 15 kriegt ihr die ersten und das erste Talent aus dreien. Da haben wir peitschende Flammen. Lava-Peitsche hat einen Schaden vom Flammenschock bei demselben Ziel, 12 Sekunden lang, um 100%. Ich bin jetzt nicht sicher, ob doch der Tickschaden, also der Dodge-Schaden erhöht wird. Wahrscheinlich. Ja, ist mittelmäßig, könnte, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Macht für mich aber gar nicht so den Sinn von der Rotation her. Erkläre ich euch gleich. Dann haben wir kraftvolle Winde. Das, die macht einfach nur bei jedem, also Windzone, bei jedem weiteren Windzone-Angriff innerhalb 15 Sekunden den Schaden von Windzone 50% und so weiter und so fort. Nein, das Ding ist Müll. Also es kann sein, dass das gar nicht so schlecht ist. Müsst ihr mal ausprobieren. Dass die Proc zu schlecht, dass die macht basically zu wenig Schaden, dass das wirklich gut ist. 15 Sekunden finde ich hier teilweise auch zu kurz. Kann aber sein, dass das nicht schlecht, gar nicht so schlecht ist. Habe ich nicht ausprobiert, bin ich ehrlich. Könnt ihr für euch mal testen. Ich würde euch aber davon abraten, ja, weil wie gesagt, der Witz und ist nicht so gut. Was ich gewählt habe, ist der Elementarschlag. Den finde ich relativ geil, weil der macht erstmal zusätzlichen Damage. Ihr habt einen zusätzlichen Schadensangriff. Ja, das Ding wirkt jetzt zwar in 1,8 Sekunden, aber das Ding boostet halt zusätzlich entweder Crit, Tempo oder Mastery. Und das ist relativ gut. Gerade wenn ihr den Mastery-Proc kriegt, ist das gar nicht verkehrt. Weil dann eure Proc-Chances von den, eure Proc-Chancen von den, von deinen passiven Fähigkeiten sind einfach verwässert. Ja, wie Waffen des Maelstroms zum Beispiel. Oder halt wie Waffe des Windzorns. Das erhöht das. Und das ist relativ geil. Und da gehe ich gleich in der Rotation auf ein. Was macht ihr eigentlich? Was habe ich jetzt gemacht? Ich pull einfach mit Elementarschlag eigentlich an. Das heißt, Ziel anvisiert, mit Elementarschlag angepult. In dem Moment, wenn der durch ist, Flammenschock drauf. Und bis es bei euch ist, ihr lauft auch drauf zu, hat schon initial guten Schaden gekriegt. Und ihr könnt halt dann mit Sturmschlag oder halt mit Schlag relativ einfach, beziehungsweise dann habt ihr schon den Sturmschlag relativ einfach umhauen. Ja. Und habt den Vorteil, dass sie einfach gar nicht so viel Schaden frisst. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem beim Verstärker. Der frisst einen Arsch voll Schaden. Ja, aber dazu, drauf komme ich gleich.
Dann kriegt ihr auf 25 das nächste Talent. Also hier würde ich euch wirklich Elementarschreck empfehlen. Also der spielt sich gut, der hat auch nachher eine sehr, sehr gute Synergie später mit der Waffe des Mahlstroms. Ja, da kriegt ihr den auch initial und das ist richtig gut. Ja, weil der hat, wie gesagt, eine Synergie. Dann haben wir nächsten Sturmhagel, heißt der Hand- und Eisstoß. Sturmhagel ist halt, hat eine Chance von 25%. Ja, dass halt Sturmschlag einfach nochmal weiter, noch ein zweites Mal trifft. Das kann sich halt durch dich selber auslösen. Das ist relativ gut eigentlich. Die Project ist nicht so hoch, aber einfach zusätzlicher Schaden. Es drückt einfach zusätzlichen Schaden und kann halt auch mehrfach treffen. Das ist gar nicht schlecht und ich glaube, das ist auch, weil er weiteres Mal trifft, hat das auch eine Synergie nachher mit Waffe des Mahlstroms, wenn ihr später andere Sachen hier noch drin habt. Aber das gucken wir uns an. Deswegen ist das hier auch gut. Heiße Hand, ja, wenn die Waffe der Flammenzunge aktiv ist, haben wir automatische Angriffe, Chance 5%, die Abwehrzeit von Lavapeitsche, um 75% zu verringern, den Schaden halt zu erhöhen. Das finde ich zu schwach. Ja, also 75% Verringerung ist echt wenig. Warum ist die nicht instant zur Hölle? Wäre das broken gewesen? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Und die Progchance davon ist absolut scheiße. 5%, meine Fresse, das ist nix. Das wird eigentlich nie proccen, ja. Das die knallt dann zwar, aber müsste, wenn die Instant gehen würde, wäre das vielleicht noch interessant, aber so finde ich das zu schwach, bin ich ehrlich. Da ist die Proc zu niedrig und die Verringerung zu gering, ja. Der doppelte Schaden ist eigentlich schon nicht schlecht. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich finde es halt rein schon von den Werten zu schlecht. Das kann eigentlich nicht wirklich gut sein. Oder nicht besser als das hier, weil das halt mit anderen Sachen sehr gut synergiert nachher. Eisstoß habe ich überhaupt nicht ausprobiert. Ja. Ist aber eher für PvP interessant. Für PvE ist das eigentlich relativ sinnlos, wobei das potenziell einfach geht das noch ein Froststück rein aus. Aber die Verringerung der Bewegungsgeschwindigkeit, uninteressant. Und nicht bei dem Cooldown. Das hier ist einfach besser. Ja. Die Cooldown-Zeit ist hier einfach viel zu lang. Ja. Nahkampfreichweite, Trisses halt, verringert seine Bewegungsgeschwindigkeit. Was willst du damit? Ist für PvP geil, aber für PvE unnötig. Ja. Und die Cooldown vom Flammschock abzuschließen, willst du auch nicht. Das ist unnötig. Ist fuck. Das bringt dir gar nichts. Also das ist auch nicht gut genug. Nehmt ihr Sturmhagel, das ist wirklich gut. Ja. Der hat gute Synergien. Dann haben wir Geisterwolf auf Stufe 30. Das ist auch eigentlich gar nicht schlecht bei Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Ich habe mich aber, also hast du halt statische Aufladung, ja, ist halt tot und Energiespeicherung ist halt, ja. Kriegst du halt jetzt dann eher, ist nett, ist aber nicht so sinnvoll. Ich finde das Erdschild einfach besser. Du kannst halt nur entweder Erdschild oder Blitzschlagschild drauf haben. Ich finde das Erdschild besser. Warum? Erstens. Du heilst dich selber stärker und du kriegst eine Heilung. Das Problem ist einfach, der Verstärker kriegt einen Arsch voll Schaden. Ja, du bist sehr, sehr häufig auf Hälfte oder weniger HP, musst dich immer wieder mit heilende Woge gegenheilen. Heilende Woge ist ein bisschen zu schwach ohne eine Verstärkung. Die kostet einen Arsch voll Mana. Wirklich, ihr seht das, 400 Mana. Das Ding ist schweineteuer und ist ein bisschen zu schwach von der Base-Heilung. Also das müsste Blizzard vielleicht ein bisschen erhöhen. Also du musst teilweise, um dich zu heilen, drei Stück davon wirken. Da ist Erdschild echt nice, weil du dich einfach wesentlich seltener heilen musst. Ja, finde ich da besser als Blitzschild, wobei Blitzschild wahrscheinlich offensiv die bessere Variante ist später. Habe ich auch nicht so richtig getestet. Ich finde das Erdschild aber, finde ich, sehr, sehr gut für die Levelphase, einfach durch die konstantere Heilung. Das spart euch Zeit. Dann haben wir als nächstes auf 35 Elementarattacke. Hagelsturm Feuernova. Feuernova, ist Müll. Ja, es ist voll bei allen vom Flammenschock betroffene Zielen, der bis zu 16 innerhalb von 8 Meter und einfach, ja. Ja, beursacht einen feurigen Ausbruch und trifft halt alle Ziele mit Flammenschock. Das Ding ist völliger Müll und absolut nicht durchdacht. Warum? Weil Flammenschock eine ziemlich hohe Cooldown-Zeit hat. Das Ding wirst du nie nutzen, auch in irgendwelchen Instanzen oder sowas. Feuernova ist der absolute Müll. Vollkommen bescheuert. Du wirst ein Ziel haben, was das drauf hat, und das triffst du damit. Wie willst du hier bitte mehrere Ziele damit belegen? Das Ding trifft ein Ziel. Es gibt, glaube ich, eine Synergie, aber wie willst du, also das Ding ist Müll, brauchst du nie. Du triffst nie mehr als ein Ziel damit. Das Ding hat einfach Kuno.
Was zum Quatsch? Hagelsturm. Könnte aber für AI, das hätte vielleicht eine leichte Synergie noch mit Eisstoß haben, aber für die Levelphase nimmt das auf keinen Fall, das ist Müll. Ja, ist No-Brainer, dass das Schwachsinn ist. Hagelsturm, ja, ist halt Frostschutzverbrauch, Waffe des Marschus, mehr Schaden und trifft halt zusätzlich Ziel und so weiter. Ja, habe ich nicht ausprobiert. Finde ich nicht sinnvoll, weil ich Frostschutz gar nicht mal eine Rotation habe. Ja. Und das deshalb, weil die sich, und das finde ich ziemlich dämlich, das teilt sich halt den Cooler mit Flammenschock. Und du pullst eigentlich mit Flammenschock, weil du einfach gleich einen Dot drauf hast, der Schaden macht. Mit Frostschutz, du würdest sie quasi verlangsamen. Aber wozu? Wozu willst du das im PvE? Warum? Warum, wieso, weshalb? Du willst in den Nahkampf gehen, da will ich den Gegner nicht verlangsamen. Das macht komplett keinen Sinn. Ja, ich habe nichts, was groß auf Ferne angreift. Das ist totaler Quatsch. Also willst du, das willst du auch nicht. Das hier ist wirklich gut. Weil es erhöht erstmal den Schaden vom Sturmschlag. Das Ding macht mehr Damage, basically. Und der erzeugt vor allem einen Stapel vom Malstrom. Und wenn ich das richtig gesehen habe, synergiert das mit Sturmhagel. Korrigiert mich doch bitte, wenn das falsch ist. Und wenn ich das aber richtig gesehen habe, wenn Sturmhagel ausgelöst wird, machen diese zusätzlichen Treffer mit der Elementarattacke einen Stapel. Das heißt, du kriegst sie teilweise initial sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Stapel damit. Das ist wirklich geil, wenn das bockt. Die synergieren unfassbar gut miteinander. Und sind sehr, 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 haben eine sehr, sehr starke Synergie. Also wenn ihr das nehmt, nehmt auf jeden Fall das hier. Das ist beides Unsinn. Ja, das ist wirklich gut. Dann haben wir noch 40 Wächter der Natur. Habe ich genommen. Weil einfach, wenn du mal in kritisch kommst, wirst du einfach mal geheilt. Das ist relativ nice. Es ist einfach so, oh shit. Ja, oh shit Talent. Willst du anspringen? Warum willst du das? Hat 30 Sekunden Cooldown und macht einfach gar nichts. Das macht 30 Schaden. Was ist das? Ja, warum? Warum willst du das machen? Ja, du kommst da schneller dran. Das will ich aber gar nicht. Ist komplett konträr. Ich will den Flammenschock pullen oder ich will den Dame pullen. Theoretisch gehst du auf den Tarschuck und springst dann an. Das ginge. Könnte man machen, ist, finde ich, völliger Quatsch. Also das hier ist wesentlich besser, weil das ist halt mal oh shit und wie gesagt, der frisst gerne Schaden. Also auf den oh shit kommst du gerne mal drauf. Das ist kein Problem. Geht schnell. Und das halt Tote des Windsturms, ja. Es hat nur eine Bewegungsgeschwindigkeitserhöhung bei Zeit und Cooldown. Absoluter Quatsch. Brauchst du nicht. Dann gehen wir auf 45. Du hast tosender Sturm. Elektrisieren halt 70. Ja, tosende Blitze. Ist ein Dingens, was du spät kriegst, was man eigentlich normal sofort knallen sollte, weil deine Waffen verstärkt. Das heißt, den Sturmschild und Lavapeitsche machen mehr Schaden, machen einfach nochmal zusätzlichen Damage. Ja. Ja. Und du kriegst einfach nochmal Boost auf deinen Sturmschlag, was relativ gut ist, aber du brauchst es nicht zwingend. Ja. Deswegen ist das Unsinn. Und 6 Sekunden lang 84 Naturschaden, das ist echt nicht viel. Das ist ernsthaft nicht viel. Warum so wenig? Warum nicht 150? Warum nicht das Doppelte? Warum ist wenig? Das ist echt wenig. Das macht komplett keinen Sinn. Ja, finde ich komplett sinnlos. Ja, das ist absoluter Schwachsinn. Da habt ihr Sturmhüter. Ja, macht das Blitzschlag und Captain Blitzschlag, wenn ja instant, aber das willst du nicht. Warum auch? Das macht keinen Sinn. Du willst auf den Nahkampf gehen. Theoretisch könntest du das als Synergie nehmen mit. Ja, mit Frosch verlangsamst du den Knallzen halt die beiden Sachen mehr rein. Weiß ich nicht, finde ich unsinnig. Zerschlagen muss aber tatsächlich ziemlich krass. Schaut euch mal an, wie viel Schaden das Ding macht. Ja, Zertrümmer und Handwaffe vor euch. Fügt allen Gegnern, die vor euch stehen, denen es die trifft, 600 Damage zu. Ja, und macht die handlungsunfähig. Das ist so ein Stunty mit 40 Sekunden Cooldown. Das ist richtig gut. Und ja, das Ding macht wirklich Damage. Ja, wenn mehrere vor euch stehen, das trifft die und das Ding macht verdammt viel Schaden und nicht wie das Ding hier. 84 Schaden, was ist das? Das Ding haut mal richtig rein. Also nimmt zerschlagen, das ist total great. Ja, die ist wirklich, wirklich gut. Hier beim 50er Talent ist es relativ schwierig, was gut ist. Da kann der Aszendent sehr, sehr gut sein, er hat sich sehr cool und ist sehr hoch. Ja, allerdings, der macht natürlich extrem viel Schaden. Wenn du Namerum nicht hast, kannst du damit schon ziemlich krass knallen, ja. Und der Sturmschlag wird ziemlich krass verringert für 15 Sekunden. Das ist schon gut. Ja, wenn zu Witte die Rüstung gehen. Also, das ist relativ nett, müsste ich aus. Wie gesagt, ich kann das jetzt sowieso nicht testen. Ja, wir gucken uns die nur mal kurz an.
Da werde ich wahrscheinlich dann nochmal in keinen geilen Chillen, wenn ich da mal, wenn wir das gelevelt oder mal mit Schamanen leveln, werden wir uns das mal anschauen. In der Stachel? Ja, warum? 20 Sekunden cooler macht 360 körperlichen Schaden. Es ist körperlicher Schaden. Was das nächste Problem ist, der wird durch Rüstung verringert. Erhöht allerdings, okay, boostet aber den Schaden. Kann interessant sein für einen Raid. Für, ich weiß nicht, ob das jetzt interessant ist für die Levelphase. Da finde ich Elementargeister wesentlich geiler. Das finde ich irgendwie ziemlich geil. Also entweder das oder Aszendenz. Ich glaube aber, das macht mehr Sinn, weil die erhöht, die Teile machen ziemlich guten Schaden und mit 30 Sekunden weniger Kunden kannst du die häufig einsetzen. Also, wie gesagt, müssen wir uns, da muss ich dann mal, müssen wir uns dann mal tatsächlich angucken, wenn wir uns wahrscheinlich dann im Livestream mal genau angucken, welches von den Talenten gut ist. Ich würde euch aber tatsächlich so auf die Talente ganz gut empfehlen. Die sind wirklich nice und von der Rotation her, du pullst halt mit Elementarschlag. Ja, mit Zeros Castle ist das halt, knallst dir den Flammenstock hinterher, der ist dann nicht auf GCD und dann kannst du halt dranlaufen, wenn das machst du schon Schaden, hast ja den Boost hiervon für 10 Sekunden noch für Crit und dann machst du ja Sturmschlag, Lava-Peitsche auf Cooldown, whatever. Ja, und natürlich machst du erstmal Sturmschlag. Warum machst du erstmal Sturmschlag? Wegen den passiven Geschichten, dann gehen wir, jetzt gucken wir uns mal an. Das muss ich mir jetzt mal raussuchen und zwar einmal ist das, jetzt muss ich es finden. Genau, you know, einmal wegen Sturmhagel. Nein, nee, nicht Waffe des Marsches. Waffe des Windzorns. Nein, wo ist es denn? Verdammt, Moment, Sekunde. Das die knallt halt auch rein. Ja. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo ist denn das bitte? Ah, Sturmhagel. Sturmbringer. Ja, hier, ich bin blind. Entschuldigung, Leute. Ihr habt nämlich Sturmbringer. Ja. Und alle Spezialgriffe, du hast halt eine. Eine Chance, dass der halt sofort abge, also dass halt zum Beispiel die Lavapeitsche den Cooldown abschießt. Deswegen nimmst du den immer zuerst und dann erst Lavapeitsche, weil die kann das abschießen, der kann sich auch selber abschießen. Und das wird erhöht durch Mastery. Ja, deswegen die Mastery durchaus ein guter Wert. Ja, und er erhöht ihn dann. Also immer erstmal Sturmschlag, wenn er kommt. Und dann knallst halt die Lavapeitsche rein, hoffen, dass der Cooldown aktiv ist. Wenn er aktiv ist, spammst du den halt. Ja. Und das geht da gut einher mit dem Sturmhagel. Weil den setzt du ziemlich häufig ein, tatsächlich. Das ist eigentlich auch deine stärkste Attacke. Ja, war aber vorher eigentlich auch so, basically. Also, so viel hat sich gar nicht geändert. Ja, der spielt sich halt nur flüssiger. Und die haben halt eine sehr, sehr gute Synergie, weil du halt Sturmbringer hast, der den Kunan abschießt. Dass du den teilweise einfach dreimal hintereinander reinknallst, ist Sturmbringer ein geiles Talent. Weil der teilweise einfach dann zusätzlich nochmal trifft und noch mehr Schaden macht. Teilweise haust du so ein Ziel einfach instant, fast instant um, wenn das die prockt. Wenn die Procs kommen, du hast einen ziemlichen Burstschaden, das ist wirklich, wirklich gut, ja. Und dann hast du die Waffe des Marsstroms, ja. Das heißt, jedes Mal halt mit der Nahkampfwaffe, wenn du Schaden verursachst, das gilt auch mit dem hier und mit Sturmhagel, kriegst halt einen Stapel. Wenn du 5 Stapel hast, wird das halt instant immer 100% mehr Schaden, ja. Pro Stack sind halt deine normalen Zauber, also wie Blitzschlag, Kettenblitzschlag oder eben auch das hier, Elementarschlag. 20% schneller und 20% stärker. Und meine Fresse, mit 100% geht der Instant macht relativ guten Schaden. Macht einfach mal 600 Schaden. Das ist wirklich gut und boostet dich. Also, deswegen die Talente. Ja, mit Elementarschlag, mit Sturmhagel und der Elementarattacke. Weil der Sturmschlag proxt teilweise so häufig rein und da erhöht der Schaden. Und die Stapel sind sehr, sehr, haben eine sehr, sehr gute Synergie zueinander. Ja, du hast drei Talente, die gut miteinander synergieren, weil das einfach dazu führt, dass du den auch immer wieder dann einfach instant reinhauen kannst und dessen casten musst oder sehr, sehr schnell durchcasten kannst. Ja, und wenn er auf Cooldown ist, halt, knallst du halt einen Blitzschlag rein. Ja, komplett entspannt. Deswegen sind das drei sehr, sehr gute Talente und deswegen gehe ich halt weg von heißer Hand und peitschende Flammen, weil das Ding ist einfach, die Progress ist viel, viel zu niedrig, finde ich. Ja. Müsste man mal ausprobieren, können wir dann vielleicht in der Levelphase Shadowlands mal machen. Aber basically ist das, was ich euch hier empfehle, das sind die Talente. Die haben sich schon erwiesen als sehr, sehr gut tatsächlich. Ja. Genau. Genau. Wie gesagt, zur Rotation habe ich was gesagt, zu den Talenten habe ich was gesagt. Wie gesagt, natürlich solltet ihr Kriegsbonus anhaben. Der kriegt den Bonus an Erfahrung und noch zusätzliche Geschichten. Ja, ich habe jetzt hier das genommen. Das Tod des Himmelszorns ist relativ nett, weil es einfach dein Crit-Damage erhöht. Das ist recht gut. Ja. Ne? Und natürlich als Schwende Wellen ist auch sehr, sehr nice, weil einfach dann halt der Boden noch ein bisschen stärker gemacht wird.
Aber ja, generell, das ist es. Ich zeige sie euch nochmal. Das sind die Talente, die ich gewählt habe, die mich so überzeugt haben. Der hat sich mit den Talenten sehr, sehr gut gespielt. Bin keine Instanz gelaufen. Es kann ja sein, dass es noch ein bisschen anders ist. Der wird, glaube ich, auch auf AE-Situationen nicht besonders gut sein. Da hat er einfach nicht genug Power. Ja, also. Aber Single Target dürfte er ziemlich gut Burst schaden, haben wir in die Procs von Sturmbringer kommen. Ja. Und verbindet dann mit Sturmhagel und Elementarattacke. Also die Synergien sind hier sehr, sehr gut tatsächlich. Ja, die synergieren sehr stark miteinander. So Leute, ich zeige es euch nochmal jetzt vor Schluss, da könnt ihr euch die Dinger nochmal anschauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Guide. Bis dann, ich hoffe, es hat euch geholfen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und seid wieder dabei. Ciao.